Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen bei Man glaubt es nicht, dem Podcast zur Religion und anderer Esoterik. Uns ist aufgefallen, dass wir trotz unserer 1A-Planung kein aktuelles Material für diese Woche haben. Darum haben wir beschlossen, ein saisonal passendes Segment aus dem letzten Jahr über das katholische Kindermissionswerk Die Sternsinger nochmal zu senden. Im günstigsten Fall gibt es euch argumentatives Futter in Diskussionen mit aufgeregten Vätern und Müttern. Die Sternsinger sind das Kindermissionswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Angeblich verfügt die Organisation über 300.000 Teilnehmer und 90.000 Ehrenamtliche, die im Jahr 2018 knapp 68 Millionen Euro sammelten. Das Geld wird laut Satzung zur Unterstützung der missionarischen, pastoralen und sozialen Arbeit der katholischen Kirche und für die religiöse, soziale und kulturelle Entwicklung von Kindern ausgegeben. Was ihr von den Sternsingern haltet und wie die Diskussionen mit engagierten Eltern gelaufen sind, teilt uns gerne mit unter manglaubtesnicht.wordpress.com. Und jetzt die Sternsinger, wenn die reichste Organisation der Welt Kinder betteln schickt. Ja, von Tür zu Tür ziehen auch andere Leute hier in Deutschland jedes Jahr wieder. Und zwar die Sternsinger. Oder heißen die Sternensinger? Sternsinger, ne? Und der Oliver hat sich so ein bisschen mal mit den Sternsingern auseinandergesetzt. Ja, und das kam so. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen, das ist jetzt schon nicht mehr aktuell. Die Sternsinger, die Hörerinnen und Hörer werden das kennen. Naja, oder sagen wir mal so, für Hörerinnen und Hörer aus unkatholischen Weltgegenden, zum Beispiel Neuseeland oder Singapur, Sternsinger, das sind so Gruppen von Kindern, die sich als heilige drei Könige verkleiden und dann von Weihnachten bis zum 6. Januar durch die Städte ziehen, von Haus zu Haus und den Leuten irgendwie einen erzählen, was vorsingen, die machen dann da Aufkleber an die Wohnungstür und sammeln Kohle ein. Cool. Und also Geld. Ja, ja. Und lokale Sternsinger-Aktionen, da sind auch viele Eltern dabei, die es dann ehrenamtlich koordinieren. Und ich hatte da, als das akut war, heftige oder sagen wir mal hochinteressante Diskussionen auf Twitter über diese Sternsinger. Da haben nämlich auf Twitter, ist ja super, da haben die Eltern also stolz berichtet, dass die Kinder sich engagieren bei der Aktion oder auch, dass sie selbst sich als Ehrenamtliche organisieren bei dieser Sternsinger-Aktion. Und interessanterweise waren die ungläubig entsetzt und wurden auch sehr schnell sehr aggressiv, als ich dann mal geschrieben habe, dass man damit die RKK unterstützt, weil die Sternsinger ein Arm der Kirche sind. Ja. So, das ist einfach so. Aber was mich erstaunt hat, ist, dass diese unglaubliche Vehemenz, mit der sich die Eltern dann gegen diese Erkenntnis wehrten, dass die Sternsinger Teil der Kirche sind. Und irgendwie schuld daran war dann auch nicht die Kirche, die Aktion veranstaltet. Noch waren die Eltern schuld, die ja zu blöd waren zu merken, dass sie ihre Kinder für die Reste Organisation der Welt betteln schicken. Sondern schuld war irgendwie ich. Als Überbringer der Botschaft in der ganzen Sache, mir wurde das Menschsein abgesprochen. Ich hätte ja noch nie irgendwas Gutes getan in meinem Leben. Und so weiter und so fort, okay. Also du hast geschrieben, liebe Leute, seid ihr euch bewusst darüber, dass ihr eure Kinder betteln schickt, genau, für die reichste Organisation, die Welt je gesehen hat? Ja, das war dann schon irgendwie Stufe 2. Also erste Stufe war so, ja, das ist, ihr müsst wissen, das ist ein Arm der Kirche. Mit allem, was daran hängt, ne? Mit Missbrauch, mit den Bischöfen, die im Fernsehen Hass verbreiten und so weiter und so fort. Alles, was man so, das ist die Kirche. Also du unterstützt die Kirche. Ja. Wenn du damit machst, unterstützt du die Kirche. Und das hat Empörung ausgelöst. Das schon allein. Der Zusammenhang, genau. Okay, das Zusammenhang ist sehr unreflektiert. Ja, die Leute wissen nicht, was sie tun. Und das hat interessanterweise so lange Empörung ausgelöst, bis sich das Social Media Team des Kindermissionswerks Sternsinger gemeldet hat. Tatsächlich? Und zugetwittert hat und schrieb: Klar, das Kindermissionswerk ist ein päpstliches Hilfswerk und gehört damit auch zur Kirche. Aber mit den gesammelten Spenden unterstützen die Sternsinger Kinderhilfsprojekte weltweit. Das verdient Respekt, keinen Spott. Vor allem Spott. Okay. Interessant fand ich hauptsächlich den ersten Teil. Das war also jetzt definitiv klargestellt. Die Eltern konnten jetzt nicht mehr behaupten, dass es also nicht Teil der Kirche ist. Das heißt, die sind zu Plan B übergegangen und haben angefangen zu argumentieren, dass ja, es ist zwar Teil der Kirche, aber weil die Sternsinger rein in den Gemeinden an der Basis organisiert sind und nicht Teil der Amtskirche, ja, man könne ja, Kirchenkritik sei gut und schön, aber man möge nicht das Sternsingen kritisieren, weil das ja eine Basisangelegenheit ist und mit den Bischöfen überhaupt nichts zu tun hat. Ach, okay. Da habe ich gedacht, okay, das ist nicht so und wollte mal ein paar Infos sammeln.
und ihr vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, damit, wenn die nächste Saison, ist ja noch ein bisschen, aber im Dezember rauskommt, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer ignorante Eltern aufklären können, ja, was sie da eigentlich machen. Ja, wunderbar. Vor allem ist das lustig, dass das Kindermissionswerk sagt, das ist ein päpstliches Ding, aber die Einnahmen gehen an Hilfsprojekte. Da frage ich mich, wenn die Kirche Kinderhilfsprojekte finanzieren will, warum macht sie es nicht einfach? Warum schickt sie dann Kinder? Das habe ich mir immer angeguckt. Und zwar nochmal, wer sind die Sternsinger? Das Kindermissionswerk. Die Sternsinger ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland und deshalb Teil der päpstlichen Missionswerke. Nicht Hilfswerke, sondern Missionswerke. Ah, interessant, Missionswerke. So, und da gibt es jetzt dieses eigentliche von Haus zu Haus gehen. Also das ist eine große Organisation, die Sternsinger. Und das eigentliche von Haus zu Haus gehen, das heißt Aktion Dreikönigssing. Und in der Aktion Dreikönigssing 2017 haben sie, also durch das eigentliche Sammeln beim Singen, 47,45 Millionen Euro eingeworben. Boah, ist das viel. Da gibt's noch Spenden dazu, die Eltern meist noch oben drauf legen. Ist ja irre. Das habe ich im Jahresbericht gelesen. Das fällt so als Rahmen, die sammeln ungefähr 50 Millionen Euro beim Singen. Dann habe ich mal in die Ordnung, also es ist ja, wie die Eltern sagen, es ist alles total nett und basiskuschelig organisiert in den Gemeinden und es hat mit der Amtskirche nichts was zu tun. Dann habe ich gesagt, okay, und habe mal in die Ordnung der Deutschen Bischofskonferenz für die Aktion Dreikönigssingen geguckt. Steht also im Internet und da lese ich erstmal ein paar Auszüge, leicht gekürzt, aber singbaren vor. Ja, also Ordnung der Deutschen Bischofskonferenz für die Aktion Dreikönigssingen, Paragraph 1. Die Aktion Dreikönigssingen wurde vom päpstlichen Missionswerk der Kinder, Kindermissionswerk Die Sternsinger, ins Leben gerufen. Seit 2003 gilt der Gesamtzusammenhang der Aktion, auch die Bezeichnung und das Logo, als urheberrechtlich geschützt. Ah. Also, Kinder in irgendwelchen Gemeinden können nicht etwa aus Hilfsbereitschaft verkleiden und loslaufen, sondern dürfen das nur im Rahmen der zentralen Organisation der RKK. Weil es geschützt ist. Es ist urheberrechtlich geschützt. Paragraph 3, Gremien, Jahreskonferenz. Die Jahreskonferenz dient der Planung und Auswertung der Aktion. In ihr haben die Verantwortlichen aller deutschen Erzbistümer und Bistümer Sitz und Stimme. Okay, Basis, verstehe. Mit beratender Stimme nimmt ein Vertreter des Sekretariates der Deutschen Bischofskonferenz an der Sitzung teil. Und dann noch, so, jetzt wissen wir, wer da sitzt. Und die abschließende Beschlussfassung über die Inhalte und Materialien der jeweiligen Jahresaktion, in Klammern Beispielland, Plakatmotiv, Leitwort, obliegt der Unterkommission für Missionsfragen der Deutschen Bischofskonferenz in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Also das hört sich aber nicht von unten organisiert an, sondern das ist von ganz krass von oben dirigiert. Genau. Die Sternsinger sind eine Organisation der katholischen Kirche, geleitet und unter direkter Kontrolle der Bistümer und der Bischofskonferenz. So, Paragraph 4. Die Sammlung erfolgt ausschließlich für die Aktion Dreikönigssingen. Es ist nicht zulässig, weitere Zwecke mit der Sammlung zu verbinden. Die Sammelgefäße sind in geeigneter Weise zu sichern. Bei der Öffnung der Sammelgefäße und dem Zählen des Geldes ist das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten. Das gesammelte Geld ist zeitnah und ohne Abzüge an das Kindermissionswerk zu überweisen. Ah, okay, also bleibt in der katholischen also, Kirche. Also sammeln darfst du, wenn du willst, aber zählen darfst du schon nicht mehr. Und behalten sowieso nicht. Zack, das geht erstmal an eine zentrale Stelle in der katholischen Kirche. Genau, und da kommen wir zu Paragraph 5, Vergabe der Mittel. Und zwar an das Missionswerk, nicht an das Hilfswerk. Ja? Genau. Ha! Antragsberechtigt sind katholische Partner aus Übersee und Osteuropa. Im Ausnahmefall können Mittel aus der Aktion für Projektwünsche, die aus deutschen Bistümern, Pfarreien oder Verbänden vorgetragen werden, zur Verfügung gestellt werden. Ah ja. Also die Kinder dürfen nicht etwa für einen guten Zweck sammeln, den sie für einen guten Zweck halten, sondern das gesammelte Geld geht mit Einheiten einer Kette von Kontrollen, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, wie genau wer kontrolliert wird, von den Kindern komplett an das Kindermissionswerk, das allein über die Vergabe an katholische Partner oder an Projekte der deutschen Bistümer entscheidet. Das heißt, im Ausland wird dann von dem Geld, was sie gesammelt haben, missioniert.
Das ist ja das Missionswerk, was das Geld. Ja, die Länder auch. Ich weiß nicht, das geht ja Hand in Hand. Ja. Du kannst ja eine Schule bauen, wo es in einem Ort, wo es noch keine gibt, und der Pfarrer ist trotzdem der Chef. Ja, ja, genau. Das hilft den Leuten was, aber du sorgst halt schön dafür, dass das auch alles kleine Katholiken bleiben. Genau. Und dass sie genau wissen, wo die Kohle herkommt. Ganz tief rein in die Strukturen pflanzt. Genau. Es ist also kein soziales Werk in dem Sinne. Es ist also nicht Entwicklungshilfe weltanschaulich neutral, wie man sich das eigentlich vorstellt. Leute sind in Not, wir helfen denen. Wir suchen uns jemanden aus, der in Not ist. Wir helfen denen mit unserem Singen. Sondern es wird von oben vorgegeben, welcher katholische Partner geeignet ist, dass das Geld dahin überwiesen wird. Ja, zweckgeleitet und zielgerichtet genau. Für katholische Zwecke. Genau. Ja. So, das ist jetzt soweit vielleicht dazu, dass es dann voll Basis und voll kuschelig und voll nett ist, ne? Und dass die Kinder engagieren sich aus eigenem Willen und die Eltern backen Kekse dabei und legen nochmal 100 Euro drauf. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, warum die Kirche das eigentlich organisiert. Das ist ja signifikanter Aufwand, sowas zu organisieren. Ja, aber 50 Millionen kann sich ja schon mal lohnen. Also, nee. Also, wenn du guckst, wie relevant ist das gesammelte Geld? Nochmal, die haben im letzten Jahr, 2017, beim Singen 47,45 Millionen Euro gesammelt. Wenn du jetzt vergisst, dass die Kirche laufende Einkünfte hat, zum Beispiel die 12,6 Milliarden Euro durch die Kirchensteuer, die Staatsleistungen, die dazukommen, die vom Staat bezahlten Bischofsgehälter, die Vergoldung der Kirche als Sozialkonzern. Ja. Sondern wir gucken uns nur die Zinsgewinne aufs Vermögen an. Wissen wir, die Zahl ist schon alt, aber wir wissen, die Kirchen in Deutschland besitzen ca. 500 Milliarden Euro. Okay, dagegen sind 50 Millionen. Wenn du jetzt... Ja, genau. Wie viel ist denn da 50 Millionen? Wenn du jetzt 4% Verzinsung im Jahr annimmst, dann sind das 20 Milliarden Euro Zinsgewinne im Jahr. Das sind am Tag 54,8 Millionen Euro Zinsgewinne. Ach du Scheiße. Ja, ohne dass du das Geld anfasst. So, wenn du jetzt die 47,45 Millionen gegenrechnest, dann entspricht das einem Zinsgewinn von etwas weniger als 20,8 Stunden. Das ist ja unfassbar. Ja? Das schlackern einem ja die Ohren. So, meine alte Theorie ist, wenn die Kirche wirklich Armut bekämpfen will, also richtig ehrlich motiviert ist, sagen, boah, heute Morgen stehe ich auf und bekämpfe die Armut in der Welt, dann gilt der alte Grundsatz, Kirchenschätze verkaufen, Armut weltweit ausrotten, von einem Tag auf den anderen. Die kommt auch nie wieder zurück. Das ist so viel Geld, ich glaube, darum kann es eigentlich nicht gehen. Nee, das scheint. Es ist vielleicht nett, dass da 50 Millionen bei rumkommen, aber wie gesagt, in unter einem Tag, wenn das Geld nicht da wäre, hätten sie in unter einem Tag wieder da. Wenn die von einem Tag zum anderen wegfallen, von einem Jahr zum anderen wegfallen würde, dann würden sie kurz seufzen, abends ins Bett gehen, morgens, wenn sie wieder wach werden, ist das Geld wieder da. Unfassbar, ja. Ja, okay. So, wenn das Geld also nicht relevant ist, warum werden dann Kinder massenhaft als Bettler losgeschickt für die reichste Organisation der Welt? Damit die Eltern denken, ach, ist das aber nett, oder? Ja, das wenn das doch bei den Leuten hängen bleibt. Es geht darum, ich glaube das auch, es geht darum, die Kinder sollen möglichst früh in die Organisation eingezogen werden. Mhm. Ja, weil weiß man, wenn man ein Regime hat, du musst an die Jugend, du musst einen Blick auf die Jugend halten, das ist das, was sie machen. Und sie wollen die Eltern, genau wie du sagst, als Freiwillige, als Ehrenamtliche gewinnen. Erstmal in so einem kleinen Dings da, aber wenn du die erstmal hast, kriegst du die auch für andere Sachen an Bord gezogen. Ja, und dieses Grundgefühl wird gestärkt, ne? Die Kirche macht was Gutes und also, dass das irgendwie so, dass diese Figuren, diese heiligen drei Könige und diese ganzen Wörter und dieses Ding bleibt halt dann ständig im Gedächtnis, wird präsent. Man hat ein wohlig warmes Gefühl damit, was man verbindet. Das irgendwie einen ja offensichtlich dann auch sauer werden lässt, wenn auch nur der Hauch einer Kritik dann. Genau, das ist ja das Interessante. Da wird es ja rund. Ne? Und das ist ja auch der Grund. Die Leute meinen, sie tun was Gutes, was auch voll den Unterschied macht und engagieren sich voll in der Kirche, die sie vielleicht auch sonst ein bisschen kritisch sehen, aber es hat da ja eigentlich gar nichts mit zu tun. Und so kriegst du die Leute halt in das Geschirr gespannt, vor den Karren. Und das erklärt auch, warum die so unglaublich sauer werden, wenn man da nur irgendwas sagt. Ja, ja, genau. Weil das dann auseinanderfällt. Weil es sofort auseinanderfällt. Der schöne Schein dann weggeweht wird. Und für mich bleibt halt die Frage offen. Ich meine, gut, ich finde es eigentlich eher albern, wie gesagt, die reichste Organisation der Welt Kinder betteln schickt. Das ist, kann sie ja probieren. Aber was ich nicht weiß, ist, wie man jetzt diese taufschein-katholischen Eltern, wie kann man denen klar machen, dass wenn sie so
ihre Kinder in den Dienst stellen und sich da engagieren, dass sie so die RKK, also die Hassprediger und das Missbrauchssystem unterstützen. Wie kann man die davon abbringen, das zu machen? Ja, ja, dass die einfach nur sauer werden, bringt ja nichts, ne? Dann nehmen sie das ja nicht an, ne? Wenn man den, genau. Das ist ja doof. Aber das stimmt, man muss den Leuten irgendwie klar machen, dass sie da eine Organisation unterstützen, die alles, was man von denen in den Nachrichten hört, ist furchtbar. Das finden die meisten ja sogar selber, ne? Und diesen Link herzustellen, tja, weiß ich auch nicht, wie das geht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr bei dem Gin Tonic jemanden trefft und die erzählen euch was von den Sternsingern, könnt ihr denen jetzt auch was von den Sternsingern erzählen. Vielleicht findet ihr ja einen Weg, mit den Leuten entspannter umzugehen, als ich das schaffe. Und dementsprechend vielleicht auch mehr Erfolg zu haben. Vielleicht geht das im echten Leben auch besser als auf Twitter, weil auf Twitter ist ja, gut, das klar. Schnell hoch klar. Und so. In so einem persönlichen Gespräch bleibt das, kann man vielleicht besser steuern, wie sehr da die Emotionen um sich schlagen. Genau, das kann schon sein. Probier's mal. Ja, interessant. Ich werde auf jeden Fall... Und gebt Bescheid. Das finde ich ja schon fast schade, dass bei mir noch nie so einer geklingelt hat, weil da könnte man ja jetzt ein großartiges Gespräch anfangen. Die hinterlassen ja auch, das ist ja auch ein Punkt, ne? Die hinterlassen ja überall ihre Duftmarken. Erstmal sind die gut sichtbar. Ja. Das heißt, du hast die Marke Kirche ist überall präsent, ja. mit diesen Leuten und die kleben ja auch überall Aufkleber drauf. Ja, ja, genau. Machen ja heute keine Kreidestriche mehr, sondern, weil, was weiß ich warum, sondern kleben Aufkleber mit Kreidestrichen. Ja, das ist super. So, ne? Aussehen, als ob da jemand mit Kreide gemalt hätte an die Türen. Ja, ja. Du weißt ja überall, hier war die Kirche. Hier wohnt jemand, der sich nicht dagegen wehrt. Ja, also ich glaube, das ist auch wichtig, die Marke präsent werden zu lassen. Das ist für die viel, viel wertvoller, ja, ja. Als das Kleingeld, was sie noch nicht mal in einem Tag wieder drin hätten. Und ich finde, das sieht auch so albern aus, wie so kleine Voodoo-Zeichen über den Türen. So, als ob so eine Hexe durch die Stadt gegangen ist. Und ja gut, ich meine, das ist das, was die machen. Ja, genau, natürlich. Ja, ja. Ja klar, genau. Das ist wirklich ziemlich absurd. Aber das würde ich mir ja schon fast wünschen, dass jetzt endlich mal von denen jemand bei mir klingelt beim nächsten Mal. Weil ich mal gucken würde, wie die dann reagieren, wenn man sowas die damit kommt. Die Mutter wird dir die Nase abbeißen. Wahrscheinlich würde irgendwas sagst. Die Polizei rufen. Hier wohnt ein Atheisten, Bombenleger. Working at my desk, computers on, email popping up, mother to son. Holy see in flames, clergy's lost their head, bishops on the run. The Pope is dead, the Vatican called, the Pope is on fire. The Pope is on fire, the Pope is on fire. The Vatican called, the Pope is on fire. The Pope is on fire, the Pope is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. The Vatican called, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire. The Vatican called, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now.